Ich habe eine Firma gegründet, die ist tokenisiert und ich habe über 300 Aktionäre. Wieso habe ich die 300 Aktionäre? Die Idee dahinter ist, dass ich mit der Crowd bessere Produkte, besseren Content machen kann, weil ich das Feedback bekomme. Darum will ich das Crowdsource. Ich will eigentlich möglichst viele Informationen von der Crowd rausholen. Wieso? Ich habe mal gelesen, dass die Leute extrem schlecht im Schätzen sind. Aber im Durchschnitt sind sie super gut. Wer hat das Phänomen das erste Mal beobachtet? Und zwar war das 1960, und zwar der Francis Galton. Der Francis war an einem Wettbewerb, wo die Leute müssen einen Ochs messen. Wie schwer war der Ochs? Und nachher konnten die Leute können einfach abgeben, wie schwer das er ist. Und die Leute waren extrem weit auseinander. Aber als er nachher alle analysiert hat, ist bis auf ein halbes Kilo genau das richtige Gewicht gewesen. Und dann war er mega fasziniert. Er hat gesagt, okay, alle sind extrem weit auseinander gewesen, aber die Crowd hat es perfekt getroffen. Das Experiment wird immer und immer wieder auch zum Beispiel mit M&M's. Es gibt dann so eine Schüssel voll mit M&M's und die Leute müssen schätzen, wie viele M&M's. Die Leute sind super weit auseinander, aber der Durchschnitt ist immer mega genau. Darum will ich einfach Crowd dazu bringen, mir Feedback zu geben, weil Crowd Wisdom oder Crowd Knowledge ist einfach extrem stark. Ein Punkt, der wichtig ist. Crowd Wissen bzw. Crowd Knowledge funktioniert nur, wenn die Leute unabhängig voneinander sind. Darum unabhängige Leute, ehrliches Feedback geben. Darum habe ich so viele Aktionärinnen und Aktionäre.